Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich mal eine Fahrradtour machen mit meinem Holzfahrrad. Ich wollte mal am Rhein entlang fahren Richtung Duisburg. Das ist so eine Standardstrecke von mir. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß bei dem Video. So Leute, die ersten paar Meter gefahren jetzt. Ich muss gleich nochmal den Lenker ein bisschen korrigieren, aber ansonsten. Also man sitzt hier wirklich sehr aufrecht. Das ist einfach nur ungewohnt, aber irgendwie gut. Übersetzungsverhältnis ist auch jetzt gerade zu leicht eingestellt, aber ich habe ja 8 Gänge. Das reicht vollkommen. Nur bei dem Bike ist natürlich auch der Wenderadius ein bisschen größer. Das heißt, ich kann nicht mehr so schnell ja in so Pöller reinfahren, die versetzt sind, aber zeige ich euch gleich, kommen gleich welche. Ah, der hintere Dämpfer, der muss auf jeden Fall gewechselt werden. Und die Bremse. Hier zum Beispiel. Ah, jetzt ging es noch. Jetzt bin ich in Stufe 1 und das Gang 1 meine ich. Ja, das Schleifen, das was ihr gerade gehört habt, kommt von der Pedale vorne. Aber da werde ich auch noch mal genauer drauf eingehen, auf das Bike. Ich sag mal so, das fährt auf jeden Fall richtig geil. Es gibt ein, zwei Mängel, aber ja, sind keine richtigen Mängel so. Man kann ja damit problemlos fahren, das ist es ja. Und das Ganze wollte ich jetzt dementsprechend auch testen. Gucken, wie sich das jetzt auf längeren Touren verhält. Einfach nur herrlich mit so einem Fahrrad zu fahren, echt. Ja, ich muss mal kurz Lenkrad korrigieren hier. Also wirklich traumhaftes Wetter wieder, nur zu warm angezogen. Klingel fehlt leider. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Bike fährt sich einfach nur geil. Mit so einer Leichtigkeit, keine Ahnung. Vielleicht ist es der Radabstand, der so lang ist. Ja, der ist ja sowieso lang, aber wahrscheinlich macht sowas echt schon aus. Hier wird richtig knapp. Ach, locker. Dabei, falls was passiert, aber
Da muss ich jetzt durch. Aber ich bin guter Hoffnung, dass einfach nichts passiert. Eigentlich wollte ich auf der anderen Seite zuerst fahren. Ich glaube, ich mache das auch. Ich werde über die Brücke fahren und dann Richtung Duisburg und dann hier dementsprechend wieder zurück, weil das dann auf dem Nachhauseweg liegt. Ja, doch, geht gut klar mit dem Radius. So, gleich halte ich mal eben kurz an und guck mal, wie viele Kilometer ich schon gefahren bin. Aber es müssten eigentlich schon um die 5 sein. So, gut, windstill. Einfach nur perfekt zum Radfahren. Aber ändert sich gleich da hinten schon wieder. Nachher geht es hinten wieder zurück. Aber das wird noch 20 Kilometer so ungefähr dauern. Kurze kleine Pause. Oh Mann, immer wieder ein Fehler, sich so warm anzuziehen. Klitschenass. Begeistert, sprachlos. Das Fahrrad fährt, rollt, macht Spaß. Wetter ist nicht so optimal, aber es wird Zeit, das Bike zu haben. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das ist so, wenn ihr ein neues Fahrrad fährt, dann ist das Neueste immer das Beste. Und ja, jetzt denke ich mir, so selbst die E-Bikes, die sind irgendwie nicht so geil wie das Fahrrad hier. Aber wenn das mal umgebaut wird zum E-Bike, dann boah, seid auf jeden Fall gespannt. Boah, hier links ging es letztens nach Amsterdam, ey. Die Strecke geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe 14 Kilometer jetzt zurückgelegt.
Es fühlt sich so leicht an, mit so einer Leichtigkeit, keine Ahnung. Jetzt tue ich das mal in der Tasche und dann gebe ich mal richtig Topspeed hier. Wie schnell war ich jetzt? 1:30 nicht gestartet. Oh, so ein Dreck, ey. Oh, das ging aber jetzt gut auf die Pumpe. Ich hätte echt mal Bock auf so ein Gravelbike. Und dann damit irgendwie so auch 200 Kilometer Touren fahren. Wäre auch mal interessant, wie schnell ich dann da wäre. Da ja der Rollwiderstand besser ist. Also wenn man mal überlegt, ich vertraue nur da unten auf diesen 12 mm Bolzen, der die beiden Rahmen zusammenhält. Aber ich bin guter Dinge. Wenn man überlegt, so ein, von einem Vorderrad, das ist gerade mal 10 mm, 9,5, sowas in der Richtung. Dann wird das schon halten. Und die Sonne weg. Kleine Wolke da oben. Direkt frischer. Das ist auch ein krasses, verlassenes Gebäude hier, ey. Ach, die Straße wurde, glaube ich, neu gemacht. Ist ja geil.
Also ich bin jetzt knapp 35 Kilometer gefahren. Ich muss sagen, das ist ein anderes Gefühl wie halt ein normales Fahrrad, weil man hier anders treten muss. Aber dennoch macht es irgendwie immer noch Spaß. Also klar, ein bisschen fertig ist man. Aber gucken, wie es gleich aussieht. Ach, das ist ja geil. Die haben den Weg hier auch neu gemacht. Einfach nur krass. Also ich bin jetzt bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gefahren und ich habe einige Videos, wo hier die Strecke richtig demoliert ist. Und jetzt haben die schönen Asphalt gezogen. Oh, geil. Erstmal hier auf den Asphalt für Ewigen. Der schöne Sonnenuntergang. Jetzt geht es auch wieder Richtung nach Hause. Gucken gleich mal, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Dankeschön. Cool. 40,1 Kilometer jetzt. Ich bin gerade hier auf so einer Bank. Oh, die Beine tun gerade extrem Schmerzen. Nicht normal. So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin jetzt gerade noch mal einkaufen gewesen. Also ich muss sagen, die Tour, die hat extrem viel Spaß gemacht. Allerdings hatte ich auch ein bisschen gut zu kämpfen zum Schluss. Aber dennoch soll das nicht die letzte Tour gewesen sein. Und ich freue mich schon irgendwann, wenn ich den Motor da einbaue. Und dann könnt ihr auch weitere Videos sehen.
Wenn euch das Video gefallen hat, bis zum nächsten Mal.